Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zu einem weiteren Video von Assassin's Creed Valhalla. Hier zum besten englischen Regenwetter an der Kreideküste der britischen Inseln befinden wir uns. Es geht weiter mit Eivor in England und den Gräbern der Gefallenen. Es fehlen ja noch welche. Letztes Jahr, 2021 im November, wurden die ersten Gräber veröffentlicht mit einem großen Gewölbe gegenüber der Siedlung von Hrefnatop, wo sich so ein Isotor befindet, was wir aber noch nie öffnen konnten, weil da immer noch Artefakte gefehlt haben. Und jetzt, fast ein Jahr später, kommen die letzten Gräber ins Spiel. Yay, zwei Stück, die wir noch machen können. Ich habe mir die Videos extra noch ein bisschen aufgehoben bis jetzt. Bin hier schon beim ersten Grab angekommen. Hier erkennt man immer ganz gut an der blauen Säule, die dann zum Himmel ragt. So sieht man die dann auch schon auf Entfernung. Und jetzt geht's mal weiter damit. Ja, ich wollte erstmal The Last of Us als Let's Play abschließen und das war aber dann ein bisschen früher fertig, sodass das von Übergang her nicht so gut passt, bis das nächste Let's Play-Projekt kommt. Denn das Spiel, was ich da zeige, A Plague Tale, wird halt erst am 18. Oktober veröffentlicht und dann hätte es da sonst ein paar Tage gegeben, wo keine Videos gelaufen wären auf meinem Kanal und ich möchte keine Tage haben, wo es keine Videos gibt. Deswegen habe ich mir die Assassin's Creed Gräber hier noch ein wenig aufbewahrt, weil ja schon Fragen gekommen sind, ob ich die noch spiele. Ja, klar spiele ich die. Klar. Aber ich habe ja Zeit, ne? Die laufen einen ja nicht weg. Die warten hier schon seit Jahrhunderten, die Gräber. So, wir sind angekommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen hier zum nächsten Valhalla-Video. So. Was mich hier wohl erwartet. Ja, weiteres Artefakt. Togodumnus Grab. Togodumnus? Ist der nicht aus Narnia? Nee, das war ja Dumnus, ne? Ohne Togo. So, das hier sieht mir auch wieder aus, als würden wir hier den Ausgang schon mal wieder sehen. Da bleibt wohl nichts als zu tauchen. Okay, dann ist... Ja, das ist die Ausgangstür. Kann ich von der anderen Seite dann öffnen, wenn ich fertig bin, denke ich mal. Also gehen wir mal rein hier. Togodumnus Grab. Gucken, ob wir auch wieder seinen Geist treffen. In den anderen Gewölben hat man immer dann mit dem Geist reden können. Mit der Kriegerprinzessin Boudica und so weiter. Das war ganz cool. Sollte euch das Ganze hier noch gefallen und ihr gerne noch weiterhin meine Valhalla-Videos schauen, dann unterstützt es gerne noch mit einem Daumen nach oben. Auch hier, wenn ich ein bisschen spät dran bin. Wahrscheinlich habt ihr die Gräber selber schon gespielt oder auch woanders gesehen, aber noch nicht bei mir. Ne? Das ist schon der Unterschied. Okay. Da ist die große Halle. Da finden wir dann das vierte Artefakt. Das fünfte schon. Das vierte. Ich habe drei. Aber ich bin eigentlich voll drin, was Rätsel angeht. Ich habe Phoenix Rising durchgespielt, das Hauptspiel. Das besteht nur aus Rätseln, das Spiel. Müsste ich auch hier eigentlich gut durchkommen mit Eivor. Glaube ich, hoffe ich. Dass hier so viel getaucht wird, gefällt mir gar nicht, ey. Okay, hier sind Schreddermaschinen. Gezielter Schlag löst vielleicht etwas aus. Gezielter Schlag, okay. Ah. Gut, dann kann man diese Dinger bewegen. Ich denke mal, das müssen wir hier drin häufiger machen. Da geht's raus. Ah. Ja, ich glaube, wir sind angekommen. Sieht sehr altrömisch-griechisch aus hier, diese ganze Katakombe. Auch mit den Statuen draußen. Passt ja aber dann auch, dass das so ein Isotech-Dings ist. Okay. Dann müssen wir wieder diese Kugeln besorgen. Sieht aus, als bräuchten wir drei Bereiche, drei Kugeln, um dann das Haupttor aufzumachen. Ähnlich aufgebaut wie die anderen Gräber auch. Ist halt schon lange her, ne? 2021 im November, dass da die ersten gekommen sind. Dann haben sie echt nochmal Zeit gelassen, aber gut. Gab ja auch noch andere Inhalte in Valhalla, die man spielen konnte. Von daher alles okay. So, wo fangen wir denn mal an? Gehen wir mal auf die rechte Seite, würde ich sagen. Machen wir hier. Okay. Da komme ich bestimmt mit der Kugel raus, die dann hier rein muss. So, geht's hier los. Okay. Haben wir hier auch wieder so ein Seil? Ja, da.
hänge am Balken fest. Komm, tauch hier durch. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Aha, noch so ein Ding. Und hier noch so ein Ding. Ja, gleich mal alle mit. Nicht darüber. Ja. Ob der jetzt oben ist, keine Ahnung. Aber vielleicht musste der hoch, damit ich unten an das Ding rankomme. Sonst steht der ja davor, ne? Deswegen. Jetzt kann ich hier wieder mit rüber. Ich glaube, da ist schon die Kugel. Okay. Na, da haben wir die Kugel. Dann muss ich hier, glaube ich, noch ein paar weitere Dinge aktivieren, damit ich mit die Kugel irgendwo hin kann. Kann man auf den Balken schon rauf? Ich schau mal, ob ich da schon raufkomme oder ob hier unten noch was ist. Spitze Dinger. Aber keine Seile. Bestimmt ist hinter dem Klotz wieder was da unten, dass ich den erst hochfahren muss. Aber hier muss ich doch raufkommen, oder? Auf den Balken. Okay. Dann kann ich nämlich hier schon mal weiter. Da. Ist das der? Ja, das ist der, der da hochfährt. Nice. Ist hier unten noch was? Zur Sicherheit nochmal hier runter. Man weiß ja nie, ob hier noch was ist. Eine Kiste. Okay. Ich brauche Materialien zwar nicht mehr, die man hier so findet auf diesen Kisten, aber wenn sie gerade da ist, nimmt man sie mit. Ah, guck mal, jetzt kann ich nämlich hier mal gucken, ob da unten was frei geworden ist, jetzt wo ich das Ding hochgeschlagen. Ah, guck mal, jetzt kommt man hier durch. Ist kein Mechanismus hier hinter, aber ein Weg. Hier muss ich dann die Kugel... Da oben muss ich mit der Kugel raus. Da hinten, ja, da ist die Tür. Könnte ich rüberkommen, falls ich sie bewegen kann. Da ist noch so ein Ding. Ah, das ist für das. Okay, dann kann ich da hinten darauf dann. Was haben wir hier? Da ist ein Mechanismus hier hinter. Da. Ja. Gedanken zu den gefluteten Grabstätten. Das ist schon wieder von denen, der das Grab angelegt hat, da. Dieser Manius oder wie der hieß. Der hat ja mal Nachrichten auch in den anderen Gräbern hinterlassen. Ja, Manius. Ich glaube, das erste Gewölbe bei Hrefnatop heißt so. Manius-Gewölbe oder so. Ist schon so lange her. Hier kann ich darauf schießen. Ne, wieso Feuer? Ah, und dann müsste jetzt der Weg frei sein. Wenn ich jetzt hier rüber kann, da, hier rüber springen mit der Kugel, dann hier hin und dann kann ich sie da oben rausbringen. Das war die erste. Cool. Hey, nicht da runter! Wieso geht sie ins Wasser? Nicht ins Wasser. Alter! So, Mann. Da habe ich schon genug getaucht, aber wahrscheinlich muss ich nachher noch weiter tauchen in den anderen Bereichen. So. Mit den Dingen kann ich sowieso nicht ins Wasser. Mit den Kugeln. Elegant. Raufwerfen. Ja. Da liegt auch oben. Das hat doch für die erste Kugel schon mal gut geklappt. Nein, da pack die doch da rein, Mensch. Alter! Willst du mich verarschen? Danke. Endlich!
Okay. Das war Nummer 1. Jetzt gehen wir einfach mal gefühlt auf die andere Seite. Machen wir links. Hier lang. Okay, ich werde mit der Kugel von da aus kommen. Hier runter. Und sie dann da platzieren. Okay. Na dann. Auf geht's zur nächsten Kugel. Wurde ja immer gesagt, die sollen, diese Gräber sollen an die Gräber erinnern, die Ezio auch immer damals erkundet hat und so. Aber die waren ja ganz anders aufgebaut. Da ging es ja nur ums Klettern. Hier musst du ja richtig noch Sachen schieben, transportieren und andere Mechanismen auslösen. Das hattest du ja halt früher gar nicht so, ne? Okay, hier ist gar nichts. Super. Früher musste man nur klettern. Da ist das hier schon ein bisschen spannender gemacht. Auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr. Wobei mir das Klettern auch immer Spaß gemacht hat da in den Gräbern. Nur halt dann dieser Zeitdruck, den man ab und zu hatte, das war immer ein bisschen nervig. Au. Lass ihn nicht mal schreddern, ey. Okay, hier haben wir. Hier oben was? Ich glaube, mit dem Mechanismus ist jetzt der Kasten hochgefahren. Ah, hier ist noch eine Kiste. Der Kasten, wo ich eben dran vorbeigetaucht bin, da muss ich jetzt, denke ich, mal hin. Mal gucken, wie das letzte Grab dann sein wird. Das wird, die sind ja immer so ein bisschen anders aufgebaut. Auch nicht alles mit Wasser wie hier. Vielleicht kriegen wir da irgendwie was anderes. Wir hatten ja schon mal Eis in ein Grab, wo alles so mit Eis war, wo man noch so Eisplatten zerstören musste. Jetzt müssen wir hier viel tauchen. Da. Na, okay, dann kann ich da rüberspringen, ne? Wahrscheinlich. Komm schneller, fahr den Grill hoch. Und die nächste größere Halle hier. Das hier sieht aber jetzt schon mal aus wie so ein richtig altes Badehaus. Pilze. Ah, guck mal, das fährt runter. Ah, guck mal, wenn ich hier draufstehe, fährt das runter und das da hoch. Die sind miteinander verbunden. Siehst du, der hier und der ist so eine Waage. Da drüben ist die Kugel. Okay, was haben wir denn hier noch? Ah. Hey. Geht's noch darüber? Okay. Ein Stein. Kann ich ihn rausschieben? Ja. Okay. Okay. Ah, guck mal, ich muss darauf. Wahrscheinlich auch mit der Kugel sogar. Geht aber nicht, wenn diese Dinger sich immer bewegen. Das heißt, ich könnte hier den Stein darauf schieben. Erstmal dahin vielleicht. So, dass ich hier die Kugel hole. Aber den Stein kann ich auf jeden Fall als Gewicht nehmen, dass ich die Waage festsetze damit. Ich nehme schon mal die Kugel mit. Und leg die hier mal provisorisch ab. Und jetzt ziehen wir uns hier einen fetten Stein rauf. Jetzt müsste der ja dauerhaft unten bleiben. Vorsicht, Wasser! So. Da komme ich zum Glück noch raus damit. Kann ich hochklettern damit? Ja, nice. Okay, hier wird das wahrscheinlich ähnlich ablaufen. Noch so ein Regal. Ich werde die kurz mal hier ablegen, die Kugel. Nicht weglaufen, nicht runterfallen. Kann man da auch noch hin?
Ähnlich wie der Stein, denke ich mal, hier. Hier raufstellen. Kann ich vielleicht darüber springen? Ich schieb das mal ganz da an die Ecke. Komm schon. Aber jetzt mit... Nee, mit der Kugel kann ich da noch nicht hin. Wir haben... da eine Spindel. Aber da war hier... Aha. Das da geht auch kaputt. So. So nämlich. Aber wie kriege ich denn... Wie kriege ich die Kugel hierher? Sonst müsste ich nämlich noch darüber und die Kugel hierher werfen. Aber ich glaube, ich muss erstmal dieses Teil hier runterkriegen. Schlüssel. Ist irgendwo ein Schlüssel? Da oben. Okay. Der steht auch völlig fest. Das hier bewegt sich gar nichts. Ideen für die gefluteten Grabstätte. Wieder mal von Manius. Nur jene, welche die Physik kündig sind, könnten es vermeiden, sich dem Briton in seinen nassen Grab anzuschließen. Gut. Physik, ja, ja. Toll. Wart ihr gut im Physikunterricht? Geht so. Hier geht's, denke ich mal, um Schwerkraft. Okay, dann können wir jetzt hier das Ding rausfahren. Ah, warte mal. Wenn der hier aber unten ist, dann kann ich die Kugel ja rüberwerfen, ne? Und dann muss ich wieder auf den rauf und dann daher springen oder so. Irgendwie. Oder ich kann mit der Kugel vielleicht da rauf und dann hier rüber springen, wenn da unten ist. Dass ich da über das Ding... Na, egal. Ich muss das sowieso machen. Hier ist nämlich ein Stein. Der geht ja jetzt nur hier rauf. Hey, fahr doch weiter. Ich stell mich mal so hin. Vielleicht bin ich den so hin. Jetzt kann ich ja hier wieder rüber, ne? So. Oder auch nicht. Warte, ich kann auch durch die Tür gehen. Ich habe doch da oben aufgemacht. Der ist wieder hochgefahren? Okay. Kann ich hier rüber? Ja. Hä? Wieso bewegen die sich wieder? Ist doch auf beiden Seiten jetzt ein Gewicht drauf. Also ist das wieder ausgeglichen oder was? Okay, wie komme ich jetzt? Hm. Ich bin eben mit der Kugel hier raufgekommen. Oder schmeiße ich die Kugel hier rüber und hole sie mir dann von der anderen Seite aus? Ich muss die ja eh nach drüben kriegen, oder? Ich weiß halt nicht, ob ich da rüberkomme, also hier hoch. Wenn nicht, muss ich die da auch schmeißen. Muss ich die nicht da oben haben? Ja, jetzt habe ich die da gegen das... Warte mal. Wo muss ich denn damit sitzen? Muss ich hiermit noch, hier noch weiter? Nee, hier ist auch Ende, ne? Ja. Hier ist Ende im Gelände. Aber wenn das jetzt wieder hoch ist, hätte ich hier diesen wieder da hinten hinschieben können und dann darüber oder so. Ich muss darauf, ne? Kann ich mit der Kugel darauf, wenn ich den hier jetzt da drüben hinschiebe, dann kann ich da hochklettern. Dann brauche ich die Kugel aber wieder auf der anderen Seite, glaube ich, ne? Hey, ich bin doch eben hier rübergekommen, oder nicht?
Ja, komm schon. Ja. Wenn ich ihn hier hinschiebe, dann komme ich doch hier rauf und kann hier hin, ne? Kann ich hier nicht darauf? Aha. Komplizierter. Ich bin da. Egal. Hauptsache, ich habe die Kugel jetzt hier. Alles andere ist egal. So, das war Nummer 2. Die dritte war da. Da ist ein Heuhaufen. Okay, geht's jetzt hier unten los oder auf der Seite? Da ist eine Leiter. Vielleicht hier. Ja, da ist eine Leiter. Also tauchen wir hier lang. Also mal 3 sein müssen, ey. Die wissen schon, wie sie es schon gut ziehen können, das Ganze. Da muss ich durch. Von der anderen Seite versperrt. Interessant. Lass mal los jetzt. Okay, was haben wir denn hier alles? Hier kann man rauf. Was haben wir hier? Hier ist nichts. Okay, von da hierher rutschen? Wieso das denn? Hey. Ah. Kann man halt. Ah, hier ist ein Hebel. Aha. Hab ich da noch was aufgemacht? Da kann man doch auch noch rauf, oder? Fast wieder runtergefallen. Ich wollte eigentlich hier auf die Kante da rauf. Ich komm nicht hoch. Doch. Hat wieder ein bisschen gehakt. Okay. Ja, toll. Kann man wieder runterspringen. Egal, ich habe jetzt dieses Tor hier geöffnet. Für... Was ist der Ausgang? Ja. Das ist der Hauptausgang. Oder Eingang zu hier hin. Ah, guck mal, da ist ein Ding. Ich muss auf die Seite. Vielleicht ist dafür das Kletterding da. Nein. So komme ich ja nicht hin. Ich muss schon auf die Mauer rauf. Hier. Ja. Au. Und jetzt kann ich hier runter. Da ist auch ein, da, gut, es wäre auch ein Loch da gewesen, um hier reinzutauchen. Wahrscheinlich die andere Tür, die unten ist, ne? Die hier. Ja, ja, okay. Da hätte ich auch reintauchen können.
Ich glaube, das Klettern war ein bisschen umständlich. Okay. Es muss aber noch irgendwas auf der Seite hier passieren. Weil da auch so ein Ding ist, wo was hingeschoben werden muss. Das heißt, ich muss diesen Kasten nach oben kriegen. Ich habe nur den Mechanismus noch nicht gefunden. Wo der angebracht ist, dass der nach oben fahren kann. Oder fährt der hier nach unten? Der fährt nach unten. Hier ist noch die Tür. Ist hier auch zu? Kann da gar nicht hin. Sie wurde wohl verriegelt. Die ist auch von der anderen Seite. Zwei Türen, beide zu, genau wie die oben. Ich brauche hier irgendwo ein Gewicht. Aber so kann ich auf die Seite, ne? Dann muss ich hier lang noch. Okay. Hier war ich noch nicht. In dem Gang. So, wo geht's denn hier lang? Schöne Beleuchtung mit Pilzen. So, jetzt bin ich auf jeden Fall auf der anderen Seite, wo die verschlossenen Türen sind, ne? Ach, hier haben wir wieder Sprengstoff. Sonst nichts. Reicht ja auch. Oh, Feuer! Oh. Ach, noch mehr. Cool. Das ist eine der Türen. Alter, von welchen Seiten sind die noch verschlossen, die Dinger? Der Schlüssel ist hoffentlich nicht weit. Mal gucken, ne? Guck mal, das ist eine neue Nachricht von Quintus. Cool. Der verlorene Schlüssel. Okay. Goldene Kiste. Die Wasser dieser Lande flossen durch seine Adern. Das ist schön. Ganz schön. Aber hier ist kein Schlüssel. Versteckt. Okay, gut. Hier hätte ich noch das Fass nehmen können, um das dann... das andere Tor zu sprengen. Da vorne ja noch das andere, die andere Wand, wo ich noch nicht durchgegangen bin. Das hier kann ich öffnen. Das ist die Tür hier noch hier unten, okay. Aha. Könnt den Stein hierher schieben. Warum auch immer. Wo ist die andere Seite da? So, jetzt brauche ich aber hier das Teil wieder. Oben. Bleibt ja nicht so. Ja, ne, da kann da auch gar nicht runter. Da ist, ich muss den Stein hierher schieben. Dann muss der darauf, okay. Wahrscheinlich, ah ja. Dann muss ich irgendwo den anderen Mechanismus finden. Wo dann diese Kugel-Dingsbums da ist.
Hier noch hin. So. Oder nicht? Ah ne, jetzt kann... Jetzt, da ist kein Balken. Hier kann da hin, ne? Ja. Was ist der hier dauerhaft unten? Was haben wir denn hier? Gar nichts. Hä? Was hat denn das jetzt gebracht? Ach so, dass hier der Weg frei ist wahrscheinlich. Dass ich hier durch kann mit dem Ding. Ich hab's ja noch nicht mal gefunden. Weil hier alles zu ist. Da ist das Teil. Das brauche ich. Aber die Türen sind halt alle versperrt. Soll ich noch keinen. Warte mal, da unten ist noch was. Da ist der Schlüssel. Wie komme ich da denn hin? Geht's hier irgendwo runter? Der Schlüssel ist hier unten. Oder von nicht. Warte mal, warte. Wo bin ich jetzt? Hier. Hier ist noch was zum Kaputtmachen. Noch eine Wand. Okay. Mein Arm brennt. Okay. Alter, das ist aber... Das zieht sich aber hier ordentlich, das Grab. Das kann ich da wieder raufschieben. Hier zu viel Gewicht, dass das unten bleibt, dass ich ins Wasser komme, ne? Oder halt dann nach oben. Da ist noch eine Wand zum Sprengen. Ist das nicht viel zu wasserhaltig? Komme ich nicht mehr runter. Kann ich das so sprengen hier? Muss aber auch tief genug sein, um zum Schlüssel zu kommen, oder? Ja, da vorn. Na gut, ich muss den anderen Weg wieder zurück. Ich komme hier nirgends rauf. Wie kann man den Schlüssel denn so verlieren, dass er da unten liegt, ey? So, dann sind wir jetzt hier. Wo war die Tür? Hier. Danke. Ah, okay, jetzt ist wenigstens der Weg schon auf, dass ich das jetzt einfach rausschieben kann und dann auf die Platte. Und dann müsste das Gewölbe eigentlich auch aufgehen. Dann müsste ich das erste Grab dann fertig haben. Ich dachte, ich mache ein Video für ein Grab. Es ist aber doch lang, das Video. Warum schiebt die immer so komisch? Ab und zu. Nächste Seite. So. Weil es halt immer drei Wege sind, das... Schon wieder?
Das kostet halt alles echt Zeit. Komme ich aber gleich rüber, da, geradeaus. Endlich fertig. Ah, guck mal, hier ist aber wieder mehr ISO-Bauwerkzeugs, was mir immer sehr gut gefällt. Von der Architektur. Und da haben wir das Grab. Von Tomnus. Togonumnus. Die Römer nannten mich Togodumnus der Schreckliche. Doch die Catuvelaunen riefen mich König. Wir sahen die Römer kommen. Zuerst mit Verträgen und Handel. Dann mit Gewalt und Eroberungsdurst. Viele ließen sich vom Gold des Imperiums blenden, aber mein Bruder Caratacus und ich sahen ihr wahres Gesicht und lehrten sie, uns zu fürchten. Cool, cool. So. Dich habe ich gesucht. Da war das Artefakt. Togodumnus Grab. Jetzt habe ich alles fertig. Ja, Leute, das war das erste Grab. 37 Minuten oder ja, 36 Minuten so. Ist schon hart, oder? Von der Länge her. Falls das noch einer in ganzer Länge guckt. Wahrscheinlich nicht. Ansonsten vielleicht das nächste Video ein bisschen teilen. Ich weiß es noch nicht genau. Überlege ich mir nochmal. Also, wir gehen Richtung Ausgang. Oh, dann sind wir hier durch. Ich habe noch alles gescannt, aber hier gibt es nichts mehr. Das hier müsste der Ausgang sein. Ich hoffe, euch hat es ein wenig gefallen, hier das Rätsel mit mir zu erleben. Dann lasst gerne, wie gesagt, einen Daumen nach oben für dieses Video da. Ich würde mich freuen. Und mal gucken, wie das letzte Grab dann wird, wo wir das letzte Artefakt bekommen. Und wenn ich das dann habe, muss ich ja auch noch zur Siedlung und dann das Hauptdingens da öffnen gegenüber von Hrefnatop. Also Leute, das war Togodumnus Grab. Danke und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.